Die Ortsmitte Antonstal im Mai 2015. Bald wird es hier ganz anders aussehen. Eine zentrale Familien- und Freizeitanlage soll entstehen. Sachsens Staatssekretär Dr. Michael Wilhelm hat dafür der Gemeinde Breitenbrunn am 11. Mai einen Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 533.000 Euro übergeben. Antonstal war früher stark durch die ansässige Papierfabrik geprägt. Nach deren Schließung musste sich die Ortschaft neu aufstellen. Mit der entstehenden Familien- und Freizeitanlage soll ein Ort der Begegnung für Jung und Alt geschaffen werden. Unter anderem wird es eine Sport- und Spielfläche für Ballsportarten, für Rollhockey und im Winter für Eislauf geben. Eine Parkanlage wird Spielmöglichkeiten für Kinder, optimale Bedingungen für Outdoor-Fitness und Ruhezonen mit Bänken und einem Pavillon bieten. Das Gesamtgelände kann für Festveranstaltungen oder als Marktfläche genutzt werden. Die Gesamtkosten für die Errichtung der Anlage liegen bei rund 720.000 Euro.